Thank you.
Hallihallo, da bin ich. Ja, ich bin heute hier. Bene kann leider heute für die Auslosung nicht, deswegen bin ich heute mal alleine, aber ich glaube, das kriegen wir ja trotzdem irgendwie hin. Ja, heute Auslosung Runde 2 in dem Cup von R6 Elite Cup von Epic eSport. Und ich bin schon ziemlich gespannt. Wir haben bei der ersten Runde, durften wir auch einiges casten und das waren schon geile Teams dabei, muss man schon sagen. Und ich glaube, da sind auch viele, viele weitere geile Teams dabei. Das heißt, wir freuen uns alle sehr darauf, die Caster als auch die Zuschauer. Wichtig ist, haut doch hier nochmal für die Auslosung ein bisschen Werbung raus. Also aktuell ist es noch relativ leer und ich glaube, allein die Teams, ich meine, wir haben noch mindestens 8 Teams am Start. Wo sind eure Mitspieler? Die wollen doch bestimmt auch mitkriegen, gegen wen sie jetzt gleich antreten werden. Denn heute gibt es ja die Matches, denn nächste Woche haben wir Runde 3 und Runde 4, also Halbfinale und Finale. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, muss heute gespielt werden. Also, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Und ihr könnt ja einfach mal reinschreiben, für welche Teams ihr gerade hier seid. Schreibt doch einfach mal Hashtag euren Teamnamen oder sonstiges in den Chat, damit ich mal mitkriege, wer denn hier so vertreten ist. So ein paar liest man jetzt schon aktuell. Prismati ist hier. Nicer Boy ist hier. So, wo sind wir denn hier noch? Samurai ist hier schon gesehen. Muyak ist da. Schreibt mal ein bisschen was. Bear Clan, Team Prisma, Sir. So, da haben wir schon mal drei. Das ist schon mal gut. Macht Werbung. Holt eure Teammates hier rein. Denn vielleicht lose ich ja auch erst aus, wenn genug Leute hier drin sind. Vielleicht gibt es aber auch noch eine kleine Auslosung mit einem kleinen Präsent von uns, wenn hier genug Leute da sind. Also, haut mal rein, haut mal raus, haut mal raus. Horizon ist da. Insidia ist da. R6S-Mates sind da. Wunderbar. Danke, Ithymos. Ich habe es zum Glück nicht laut vorgelesen. So. Wer ist denn noch? Wer ist noch? Wer ist noch? Wer ist noch? Wer ist noch? Hä? Wir casten, also Bene und ich casten heute kein Spiel. Wir casten erst nächste Woche wieder. Bene ist heute nicht da. Und wir haben jetzt, glaube ich, allein Runde 1 schon 3 Spiele gecastet. Zweieinhalb, sage ich mal. Es gibt genug Caster. Schnappt euch die Games. Also es waren doch relativ viele Caster angemeldet. Wir lassen da mal komplett den Vorrang. So, hier. Prismati hat richtig Bock. Prismati würde sogar 2 Spiele casten, hat er eben schon geschrieben. Also schreibt ihn an, schreibt ihn an. Bene ist im Chat. Bene ist da. Lest ihr es. Seht ihr mal. So, du hast prismatiert. Ja, das kriegen wir so leicht nicht hin. Okay. 41 Zuschauer, das sieht doch schon mal besser aus. Da geht noch einiges, aber das sieht schon mal besser aus. Ich hoffe, ihr habt einige Partien auch aus der ersten Runde verfolgt. Also wir haben ja Spiele gecastet, die ganz nett waren. Das war Keyless Entry gegen Insidia. Das war die R6S-Mates Bravo, die R6S-Mates Alpha, die Looney Tunes. So, und die Red Dragon haben wir gesehen. Und bei uns haben sich dann Insidia und die zwei R6S-Mates rausgekämpft. Also die drei Teams sind weiter aus den Casts, die wir gemacht haben. Auf jeden Fall. Teamviewer, Prismatier, das wird nicht funktionieren. Tut mir leid. Auf jeden Fall nicht gut, nicht angenehm. So, macht mal weiter ein bisschen Werbung. Ja, also zweite Runde von dem R6 Elite Cup bei Epic eSport. Ich hoffe, Epic eSport ist hier auch am Start. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich hoffe doch zumindest mal. Also ihr habt da einen coolen Cup auf die vielen Dank fürs Hosting. Ihr habt da einen coolen Cup auf die Beine gestellt. Das muss man einfach sagen. Ihr habt da mega, mega, mega Teams reinbekommen und das kann sich einfach sehen lassen. Und ich glaube, das wird nicht euer letzter Cup gewesen sein, ne? Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hole mir gerade mal was zu trinken. Ihr dürft hier weiterschreiben. Sir Esports. Ja, wir haben aktuell, haben wir auch noch zwei Teams von jeweils im selben Clan im Spiel. Also zweimal zwei Teams. Und zwar sind die R6S-Mates Alpha und Bravo da. Und von Chaos Theory, also CT Esports, ist es Horizon und Team Black. Und von 8 Teams sind also sozusagen 4 betroffen. Es könnte passieren, dass sich vielleicht die Teams gegenseitig aufreiben. Das tut mir dann leid, aber hier der Zufallsgenerator, der hier arbeitet, der zieht einfach Teams und dann wird leider so gespielt, wie es kommt. Chaos-Theorie, moin! Von euch habe ich auch gerade geredet. So.
Hey, hoi, 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 Etymos, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, sollen wir mal anfangen? Sollen wir mal anfangen? Also, was wir machen können hier, wenn wir hier 50 Leute reinkriegen, dann lose ich auch noch was aus. Dann gibt es was Cooles. Und zwar gibt es dann von uns, von Game Catering, das hier. Und zwar Aashox im Wert von knapp 15 €. So ein Päckchen mit mehreren Shocks für die PlayStation 4. Also haut mal Werbung raus. Bei 50 Leuten starte ich das Gewinnspiel. Ansonsten würde ich jetzt erstmal peu à peu Runde für Runde auslosen. Ich kann aber euch nochmal kurz sagen, welche Teams denn alles noch am Start sind. Ich hoffe, ich habe es noch hier. Ja, wunderbar. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, haben wir noch Sir Esports, die gepflegte Herrenrunde. Horizon von CT Esports, Team Black von CT Esports, R6S Mates Alpha und Bravo. Und Insidia und den Bear-Clan. Ich hoffe, das ist richtig. Ich hoffe, das ist richtig. So. Also, sollen wir mal anfangen? Ich mach's ganz gemütlich, ganz langsam. Wir haben ja echt Zeit. 7:07, seit 7 Minuten online. Ich mach das mal ganz gemütlich. Mach mal die erste Runde und dann komme ich zurück. Also, die typische Auslosung kennt ihr schon. Fangen wir an. Runde 1. Team 1 spielt. R6S Mates Bravo. Oh. Haben wir gestern schon gecastet. Bin ich gespannt, gegen wen die spielen. Runde 1, Team 2. Horizon bei CT Esports. Also haben wir Glück. Die Teams werden sich nicht gegenseitig aneinander aufreiben, aber was jetzt passieren kann, ist, dass R6S Mates Alpha gegen Team Black von CT Esports spielen. Bin ich schon mal gespannt. Das wird, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein Brett. R6S Mates Bravo, wir haben euch schon gesehen. Horizon bei CT Esports, wir hatten euch gecastet bei unserem letzten Cup. Horizon ist ein Brett. Das muss ich einfach so sagen. Die haben so hart gerockt bei unserem letzten Cup. R6S Mates, ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Horizon ist auf jeden Fall ein Brett. Das muss man einfach sagen. Sollen wir in die zweite Runde gehen? Gehen wir in die Runde 2 und gucken uns an, welche zwei Teams das sind. Wollen wir? Wollen wir? Wir wollen. Alles klar. Also, Runde 2, Team 1 ist. R6S Mates Alpha. Da haben wir sie direkt schon. Auch bleibt auf der linken Seite die R6S Mates. Jetzt bin ich gespannt. Wird's Team Black? Wird's Team Black? Es wäre irgendwie schon ein bisschen lustig. Werden wir sehen. Also, Team Black oder ein anderes Team. Wir haben ja noch einige zur Auswahl. R6S Mates Alpha spielen in Runde 2 gegen. Insidia Esport. Das wird, glaube ich, auch ein heißes Match. Insidia war auch richtig stark. R6S Mates Alpha gestern auch mega stark. Hat auch richtig Spaß gemacht. Da sind wir leider erst zur zweiten Partie mit reingekommen, weil das Spiel davor ein 3-Mapper war und es war einfach schon sau spät. Die mussten anfangen, keine Frage. R6S Mates Alpha gestern gegen die Looney Tunes. Das war ein starkes Match. Vielen Dank, dass wir das casten konnten. Es hat uns großen Spaß gemacht. So, das heißt, wir haben jetzt noch 4 Teams übrig. Und zwar haben wir jetzt noch übrig, ich gucke mal kurz rein, Sir, die gepflegte Herrenrunde, CT Esports Team Black und den Bear-Clan. Das sind die 4 Teams, die wir jetzt noch übrig haben. Gibt es denn hier eventuell schon irgendwelche Predictions? Könnt ihr irgendwas voraussagen? Welche zwei Teams könnten denn jetzt noch gegeneinander spielen? Also Bear-Clan habe ich gesagt, Sir, gepflegte Herrenrunde. Und babababab, CT Team Black. Was sagt ihr? Wer könnte hier noch gegeneinander spielen in Runde 3 und Runde 4? Ich warte mal, ob hier irgendwelche coole Predictions kommen. 46 Zuschauer, also es dauert noch, bis ich eine Auslosung mache. Dafür müsst ihr noch mal ordentlich Werbung raushauen. Hier gibt es Sir gegen die gepflegte Herrenrunde. Bear Clan gegen Sir. Pflegte Herrenrunde gegen Sir. Also irgendwie, das Spiel wird wohl sehr gewünscht. Das schreiben wohl sehr, sehr, sehr viele. Das schreiben sehr viele. Dann gucken wir doch einfach mal. Also, Runde 3, Team 1 ist. Jetzt aber. Die gepflegte Herrenrunde.
So, die gepflegte Herrenrunde. Also, sind wir doch mal gespannt, was passiert. Wird es Sir Esports, wird es der Bear-Clan oder wird es sogar Chaos-Theorie Team Black? Wir werden es jetzt sehen. Runde 3, Team 2 ist Sir Esports. Oh nein, 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 nein. Doch. Ah, ich habe hinten verlesen. Sir Esports, das Team Raven Dark Eagles. Krass, habt ihr genau richtig predicted. Habt ihr genau richtig predicted. Prismatier, ich glaube, für dieses Match hast du dich schon angemeldet bei Sir, ne? Also gepflegte Herrenrunde gegen Sir Esports. Nice. Nice, nice, nice. Sir durften wir schon mal casten. Gepflegte Herrenrunde hätten wir auch richtig Bock drauf. Also hier Game Catering. Solltet ihr noch nächste Woche am Start sein, ich würde mich mal einfach so ganz frech melden und würde sagen, fragt uns, fragt uns. Aber egal wie, wir sind nächste Woche auf jeden Fall Samstag und Sonntag wieder am Start. Also Sonntag eventuell. Also Samstag ist das Halbfinale. Wenn nicht genug Caster da sind, sind wir da gerne mit bereit. Und Finale, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das abgesprochen ist. Mir egal, wie ihr wollt. Also gepflegte Herrenrunde gegen Sir. Habt ihr gut predicted und ich glaube, das ist auch ein Hammer. Und somit bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig, ne? Wir haben also jetzt noch den Bear-Clan gegen Horizon. Nein, gegen CT Esports Team Black. Team Black, Team Black. Also, brauchen wir gar nicht mehr. Ich gehe nochmal kurz rein. Ihr werdet sehen. Bing, bing. Also, Bear-Clan. Mal sehen, wer als erstes gelost wird. Das ist der Bear-Clan. Gegen Team Black bei CT eSport. Heieieieieiei. Finalen macht Noli, schreibt Prismatier. Dann ist das so. Dann macht er das Finale. Da bin ich gespannt. Fürs Halbfinale sind wir nächste Woche gerne nochmal bereit, wenn es nicht andere Leute gibt, die gerne wollen. Das sind also die Matches. Ich denke, das sind ganz geile Matches dabei. Also hier, jedes Match wird ein Megabrett. Es wird richtig Spaß machen. Ich wünsche den Teams dabei auf jeden Fall schon mal viel Spaß und viel Glück. Wir haben die 51 Zuschauer geknackt. Prismatier schreibt es auch gerade. Ich sehe es auch gerade. Wir haben die 51 Zuschauer geknackt. Das heißt, wir verlosen noch was. Und was wir verlosen, ist das da. AAA Shock für die PlayStation 4. Ich klappe auch mal auf, ne? Hier sechs Ringe in unterschiedlichen Stärken, ne? Wenn ich das richtig sehe, ganz genau. Dazu gibt es noch einen schönen Aufkleber von AA Shox und die Anleitung natürlich. Wichtig, wichtig, wichtig. Hat knappen Wert von 15 Euro. Also ist auch eine Hammersache. Und das hauen wir jetzt raus. Und zwar starte ich dafür jetzt das Giveaway. Bababab. Das Giveaway. So. Ich muss kurz schreiben. Nicht wundern. Bam, 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 bam. Habe ich hier noch alles richtig? Hier habe ich alles richtig eingestellt. Open Giveaway. Das Giveaway ist somit gestartet. Ihr müsst in den Chat jetzt einfach nur Hashtag köstlich eingeben und dann nehmt ihr daran teil. Wichtig, ihr müsst uns auch followen. Also ihr müsst uns gefolgt haben, sonst werdet ihr nicht gelost. Also, Follow da lassen, Hashtag köstlich und dann lose ich gleich hier dieses Ding aus. Ich bin gespannt. Haut rein, haut rein, haut rein. Der Bot gibt euch Bescheid, wenn ihr mit im Gewinnspiel teilnehmt. Er sammelt immer ein bisschen, wie ihr gerade seht hier. Wunderbar, wunderbar. Haut rein, haut rein. Wichtig, ihr müsst auch gleich, wenn ich lose, anwesend sein. Sollte derjenige nicht anwesend sein, den ich lose, dann ziehe ich jemand zweiten. Etymos. Für die Switch klappt das vielleicht auch. Weiß ich nicht. Aber vielleicht hast du auch eine PlayStation. Das weiß ich auch nicht. Das wird ein Hammermatch, das wird ein Hammermatch. Ich gehe noch mal ganz kurz hier in die Auslosung rein, damit ihr es seht. Das wird richtig, richtig, richtig lustig. Gibt es jetzt schon hier direkt die ersten, die sagen, welche Matches sie casten wollen? Wenn ich es richtig gesehen habe, Prismatier hat sich für Sir gemeldet, also Sir gegen die gepflegte Herrenrunde. Gibt es noch andere, die sich was ausgesucht haben? Würde mich mal interessieren, wer welches Match castet, so als Caster. Okay, Stream fast gefährdet, Fanta verschüttet. Prismatier, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine ganz, ganz. Das sollte man nicht machen. Die gute Hardware. Aber gut, gibt ja bald was Neues, ne? Obwohl, ob du Tastatur oder Maus austauschst, ist die Frage, ne? Oder hast du auch aktuell einen Laptop? Dann wäre es natürlich mies. Der Bot nimmt deinen Hashtag nicht an. Nicer Boy. Das glaube ich schon. Ich glaube, du bist schon beigetreten. Ich gucke einfach mal. Nicer Boy, du warst der Erste, der beigetreten ist. Was soll ich denn sagen?
Haut Reis! Hashtag und köstlich. Wer ist da? Mr. Noli. Mr. Noli, du castest also das Finale nächste Woche Sonntag. Habe ich das richtig gesehen? Hast du schon eine Prediction, wer da spielen wird? Das würde mich auch mal interessieren. So, Hashtag köstlich fürs Gewinnspiel. Haut rein, haut rein, haut rein. Genau. Der Bot sagt euch, wenn ihr beigetreten seid und doppelt eintragen, hilft nichts. Zack, 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 zack. Ich lese im Chat, ich lese im Chat. Ich gewinne eh, schreibt wer? Das würde mich interessieren. Domi? Ich glaube nicht. Brane Branko ist noch beigetreten. Hallihallo, Brane Branko, schön, dass du da bist. Shitty, schön, dass auch du da bist. Cool, cool, cool. Try smart, köstlich. Hier geben noch einige ein. Also ich warte, bis die Welle so langsam vorbei ist, dann los ich aus. Und dann überlasse ich schon das ganze Feld natürlich den Castern und den Teams. Ich sag's also nochmal. R6S Mates. Bravo spielt gegen Horizon bei CT Esports. Hammer Match. R6S Mates Alpha spielt gegen Isidia Esports. Hammer Match. Die gepflegte Herrenrunde spielt gegen Sir Raven Dark Eagles. Hammer Match. Und der Bergclan spielt gegen Team Black bei CT Esports. Es ist also, man fühlt sich wie im Finale. Hier spielen nur noch Top-Teams und das wird richtig, richtig, richtig geil. Hat die Deutsche Post wieder einen Streit? Ein Streik? Streit? Streik? Thomas, meinst du einen Streik? Ist bei dir noch nicht angekommen? Das letzte? Das Bändchen? So, aber ich glaube, so langsam hört es auf, so langsam hört es auf. Also, ich stoppe das Gewinnspiel und wir losen aus, wer gewonnen hat. Close Giveaway. Also, Pick Winner, wer wird es sein? Detlef. Detlef hat gewonnen, okay. Ich gucke mal, ob Detlef auch hier im Chat ist. Ding, 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 ding. Kann ich gucken hier irgendwo? Gib mir kurz einen Moment. Ist Detlef hier? Nein. Ist er nicht? Also, los ich nochmal. Und so einfach kann es nämlich auch ablaufen. Detlef, tut mir leid, man muss da bleiben, wenn man es macht. Also, noch einmal. Pick Winner. Twitch-Klicks. Twitch-Klicks. Ich gucke, ob er da ist. Nein. Was ist denn los, Leute, mit euch? Also hier sind jetzt irgendwie fast 15, 20 Leute gegangen. Das hilft halt nichts. Wenn ihr nicht da seid, könnt ihr auch nicht gewinnen. Ihr könnt nicht gewinnen. Also muss ich nochmal auslosen. Das ist ja etwas doof. Ihr macht's hier gerade ganz schön schwierig. Bleibt im Chat, wenn ihr gewinnen wollt. Also, der nächste Gewinner ist... Ich guck nochmal, ob hier jetzt jemand geschrieben hat. Nein, immer noch nicht. Also, noch ein Versuch. R6S Destroyer. Was? Bin ich gespannt. Wollt ihr mich verarschen? Leute, was ist denn los da? Detlef ist da! Eben warst du es zwar nicht, jetzt bist du da. Detlef reicht. Detlef hat als erster gewonnen, also kriegt's Detlef auch. Detlef ist da. Cool. Ich weiß nicht, bei mir im Chat warst du nicht angezeigt, aber du bist da. Schreib mich bitte an, schreib mir bitte entweder per Facebook oder hier direkt über Game Catering in Twitch und schick mir deine Adresse und dann geht das ganze Ding natürlich raus, aber schick's per PM. Bitte nicht hier in den Chat schreiben. So, also, ich wünsche jetzt allen Teams einen hervorragenden Abend. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Wir sind für die nächste Auslosung nächste Woche wieder da für das Halbfinale. Und dann geht's los. Also, von Game Catering und von Epic Esports, viel Spaß euch allen. Haut ihr rein. Bis dann. Adios.